Gold steigt. Gold steigt wieder seit einiger Zeit und jetzt inzwischen so stark, dass wir auf einem 6-Jahres-Hoch sind beim Goldpreis. Endlich ein richtiger Ausbruch nach oben bei Gold. Da freuen sich die Goldbullen, da freuen wir uns natürlich mit den Goldbullen, aber wir stellen uns zusätzlich natürlich auch die Frage, warum und warum jetzt? Was passiert da gerade bei Gold und wie könnte das weitergehen? Darum geht's heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. So, wir gehen gleich mitten rein. Ein Chart sagt mehr als 1000 Worte, darum gleich mal der Goldchart. Das hier ist Gold in US-Dollar die letzten 10 Jahre. Da geht es also hier los in dem Chart, gleich nach der Finanzkrise in den USA, was man hier nicht sieht. Gold ist vorher auch schon stark gestiegen, vor der Finanzkrise. Also 1999, da war der Goldpreis ja noch so bei 250 Dollar die Unze. Dann unmittelbar nach der Finanzkrise, da war das Tief bei 700 Dollar. Das sehen wir jetzt alles nicht. Wir sehen hier die letzten 10 Jahre. Die waren zum Teil natürlich schon auch durchwachsen für die Anleger. Da ist es für viele wahrscheinlich nicht ganz so gut gelaufen. Wir haben hier erst den starken Anstieg bis 2011. Danach ist es aber erstmal wieder stark runtergegangen. Man kann sagen, bis 2015. Danach haben wir dann eine Seitwärtsbewegung gehabt. Aber wenn man den Chart jetzt so sieht, den aktuellen, dann kann man auch sagen, es hat sich da wirklich was verändert. Und zwar stark zum Positiven. Der Abwärtstrend, der ist vorbei. Das ist schon seit 2016 so. Da ist Gold eigentlich schon aus dem Abwärtstrend rausgegangen, ist seitdem seitwärts gelaufen, unter Schwankungen, aber auf jeden Fall war es schon mal eine Seitwärtsbewegung. Und die Tendenz, die war da auch nicht so schlecht. Wenn man jetzt zum Beispiel mal die Tiefststände nimmt, also es war die letzten Jahre schon jedes Mal so, dass zweite Tief niedriger, höher war als das erste und so weiter und so fort, was ja immer positiv ist. Das Problem war nur, Gold ist nie so richtig hochgekommen. Also es kam immer so bis auf 1350, 1360 Dollar, dann war Schluss, da war der Deckel drauf. Und jetzt ist es so, diesmal ist Gold da deutlich drüber gestiegen, ist da also ausgebrochen über diese Hochs. Jetzt sind wir ja auch bei ungefähr 1400 Dollar. Und das heißt, wir sind auf 6-Jahres-Hoch, mehr oder weniger. Hier sieht man es nochmal besser. Also in den letzten Jahren, da ist Gold da immer wieder dagegen angerannt, gegen diesen Widerstand, wenn man so will. Aber der ist jetzt stark und offensichtlich nach oben durchbrochen worden. Ist also jetzt ein ganz klassischer Ausbruch nach oben. Und wenn Sie als Anleger jetzt sagen, für mich ist sowieso die Charttechnik entscheidend, also ich investiere hauptsächlich nach technischen Signalen, dann ist für Sie damit der Fall eigentlich auch schon klar. Damit ist das Thema abgehakt, denn wenn man Gold so sieht in der charttechnischen Betrachtung, dann würde ich sagen, ist das auf jeden Fall aussichtsreich. In der Charttechnik ist die Lage ganz eindeutig und sie ist positiv. Aber wir können uns natürlich schon fragen, warum ist denn Gold jetzt ausgebrochen? Warum steigt es genau jetzt? Und warum ist es zum Beispiel auch so, dass Gold jetzt gleich läuft mit dem Aktienmarkt? Teilweise letztes Jahr ist es ja auch entgegengesetzt zum Aktienmarkt gelaufen. Momentan steigt Gold wieder, der US-Aktienmarkt steigt auch. Wir haben ja in den USA auch am Aktienmarkt jetzt ein Allzeithoch gehabt. Also, warum steigt Gold erstmal? Da sagen viele, es gibt jetzt natürlich Unsicherheiten, es gibt Konjunktursorgen, dann den Handelskonflikt zum Beispiel, Atomkonflikt auch mit dem Iran, also alles Probleme. Das würde die Anleger jetzt wieder in Gold treiben. Das würde vielleicht einiges erklären, Erklärung, aber es erklärt natürlich nicht, warum wir am Aktienmarkt gleichzeitig auf einem Allzeithoch sind. Also wenn wir so schlimme Krisen haben, dass die Anleger in Gold fliehen, dann ist es eigentlich nicht so nachvollziehbar, wenn der Aktienmarkt in den USA gleichzeitig auf Rekordhoch ist. Das beißt sich irgendwie. Ich habe hier schon mal ein Goldvideo gemacht oder im letzten Goldvideo, das hieß, schützt Gold wirklich immer?
Da habe ich auch erklärt, warum meiner Meinung nach Gold nicht immer schützt oder nicht in jeder Krise automatisch. Gold schützt vor bestimmten Krisen und Gold ist außerdem auch nicht direkt ein Inflationsschutz. Also es steigt nicht zwingend, wenn die Inflation steigt. Das können Sie nachschauen in meinem Video von damals. Das zeigt sich jetzt aber auch wieder. Das ist die Verbraucherpreisinflation hier in den USA, wie sich die entwickelt hat die letzten 12 Monate. Und der Inflationsdruck geht momentan eigentlich zurück. Also wir waren vor einem Jahr fast bei 3% schon und der letzte Wert vom Mai, das war nur noch ein Verbraucherpreis. Inflationsanstieg von 1,8%. Der Goldpreis ist ja ganz stark auf das fixiert, was in den USA passiert. Aber auch in den USA ist der Inflationsdruck geringer geworden. Der erklärt also nicht den Goldpreisanstieg. Was ihn schon erklärt irgendwo, ist das Zinsniveau in den USA. Zinsniveau USA kennen Sie von letzter Woche, da hatten wir das auch schon. Letzte Woche ist es ja hier gegangen um die Allzeithochs am US-Aktienmarkt und ich hoffe, Sie sagen es jetzt nicht, jetzt kommt er schon wieder hier mit seinen US-Zinsen. Ich komme mit meinen US-Zinsen. Ich tue das, weil ich glaube, die Zinsen, also die Renditen auf US-Staatsanleihen, die erklären zurzeit schon relativ viel. Sie erklären in gewisser Weise dieses Allzeithoch, das wir am Aktienmarkt gehabt haben, aber sie erklären eben auch den starken Goldpreisanstieg. Da sind sie mal wieder. Zinsen auf US-Staatsanleihen mit 10 Jahren Laufzeit, der 5-Jahres-Chart. Die sind also gestiegen die letzten Jahre. Warum sind sie gestiegen? Die Wirtschaft ist gut gelaufen, die Notenbank in den USA hat den Leitzins erhöht, man hat dann noch weitere Leitzinserhöhungen erwartet und der Zins ist dann gestiegen bis auf 3,2%. Ist ja nicht schlecht heutzutage. In Deutschland ist der Zins auf 10-jährige Staatsanleihen bei unter Null momentan. Aber Ende 2018, da brechen auch in den USA die Zinsen dramatisch ein. Sieht man hier ja auch, da sind wir jetzt schon wieder bei unter 2%. Das ist die Situation. Der Bondmarkt macht sich sehr große Sorgen um die Wirtschaft in den USA. Man rechnet mit einem starken Wachstumsrückgang, teilweise sogar mit einer Rezession. Und man rechnet im Zuge dessen mit Leitzinssenkungen. Das ist das Szenario, also dass diesen Monat die erste Leitzinssenkung kommen wird. Davon ist man felsenfest überzeugt momentan. Dann rechnet man bis Ende 2020 sogar mit 4 Leitzinssenkungen mittlerweile. Und es gibt auch so Prognosen, zum Beispiel von Morgan Stanley, wo man sagt, wenn jetzt beispielsweise der Handelskonflikt nochmal eskalieren würde, dann würde die Fed den Leitzins tatsächlich absenken bis auf null. Also keine so schönen Dinge, die da im Raum stehen. Aber immerhin, dieser Zinsrückgang, den wir gerade haben, der ist meiner Ansicht nach das Einzige, das es erklärt, warum Gold steigt momentan und Aktien gleichzeitig auch steigen. Bei Aktien ist es zwiespältig, also Wachstumsrückgang wirtschaftlich ist ja schlecht für Aktien, aber auf der anderen Seite, man hat eben den Effekt, dass fallende Zinsen die Unternehmen ja entlasten würden wieder. Und was noch dazu kommt, je unattraktiver Anleihen sind für Investoren, desto attraktiver wird ja im Prinzip alles andere. Und das gilt auch für Aktien, zumindest theoretisch. Bei Aktien ist es, wie gesagt, ein bisschen wackelig, aber wo es eindeutig zutrifft, das ist natürlich Gold. Und bei Gold, da habe ich gleichzeitig auch den Vorteil als Anleger, wenn das US-Wachstum jetzt wirklich einbrechen sollte, was ja der Bondmarkt mehr oder weniger uns sagt, dann muss ich mir darüber als Goldanleger nicht so die Sorgen machen. Als Aktienanleger schon ähnlich. Wenn die Rezession da wirklich kommen würde, dann ist es für Aktien nicht unbedingt gut wahrscheinlich. Zinsen hin oder her. Da bin ich mit Gold besser dran, weil für Gold zählt vor allem, dass es attraktiv wird, wenn der Zins fällt, also der Realzins abzüglich Inflation. Hat sich ja auch gezeigt, umgekehrt 2016, 2018, wo ja die Zinsen teilweise gestiegen sind. In der Zeit hat man wirklich Zins bekommen für US-Staatsanleihen, die waren auch über der Inflationsrate, aber jetzt, wo sich das eben umkehrt
oder scheinbar umgekehrt, da wird Gold eben attraktiver. Und es wird wahrscheinlich umso mehr attraktiv, wie die Wirtschaft da noch schlecht läuft. Ich glaube also zum Beispiel auch nicht, dass sich Aktien und Gold jetzt immer gleich entwickeln werden in Zukunft. Momentan ist es so, aber wenn sich die Sache mit dem US-Wachstum zuspitzt, wenn das wirklich stark zurückgehen sollte, dann hätte ich in dem Fall, muss ich sagen, lieber Gold als amerikanische Aktien. Was ich aber auch sagen muss, das Ganze würde dann natürlich auch umgekehrt so laufen. Man muss nämlich auch mal festhalten, noch haben wir die Krise in den USA ja gar nicht. Noch haben wir ja auch diese Leitzinssenkung noch nicht gehabt. Das sind momentan Vermutungen am Markt und das muss man eben auch sehen als Goldanleger. Wenn es jetzt zum Beispiel im Handelskonflikt, nehmen wir den nochmal, wenn es da eine Einigung geben sollte, dann sieht man die Welt vielleicht auch wieder anders am Markt. Dann ist man wahrscheinlich wieder optimistischer für alles. Ich glaube auch nicht, dass wir 4 Leitzinssenkungen kriegen würden, wenn man da jetzt im Handelskonflikt wirklich vorankommt. Oder ganz allgemein positive Entwicklungen. Also der Bondmarkt preist momentan negative Szenarien ein für die US-Wirtschaft. Das nimmt er momentan vorweg. Das heißt, positive Meldungen, die wir jetzt kriegen in den nächsten Wochen, Monaten, das könnte durchaus heißen, dass sich die Zinsen doch wieder stabilisieren oder steigen sogar. Und für Gold wäre das pures Gift. Jedes Indiz dafür, dass es doch nicht so schlecht läuft, wie man vielleicht glaubt momentan, heißt sehr wahrscheinlich, dass Gold dann doch wieder fällt. Von daher, Charttechnik gut und schön, aber es ist einfach so, Gold läuft nicht isoliert von anderen Assetklassen am Markt. Gold hängt von anderen Dingen ab und zwar vor allem momentan von den Zinsen in den USA und von der Wirtschaft in den USA. Und wer jetzt Gold kauft oder auch Goldaktien, der sollte das wissen, der sollte die Entwicklung da beobachten und er sollte zu diesen Dingen auch eine Meinung haben. Das wäre sehr von Vorteil. Es sei denn, Sie sagen, ich kaufe Gold, weil ich mir nicht sicher bin, ob es eine Krise gibt in den USA. Aber wenn es die Krise gibt, will ich mich dagegen abgesichert haben, so wie gegen andere Krisen auch. Dann würde ich sagen, dann hat das Ganze eine Perspektive. Wir wissen ja alle nicht, was kommt, aber genau darum, weil wir ja nicht wissen, was kommt, darum haben ja viele Anleger Gold. Und mit der US-Wirtschaft ist es ja durchaus so, das Negativszenario ist ja auch wirklich möglich. In gewisser Weise baut sich es ja am Markt auch gerade auf. Und von der Struktur her wäre diese Krise, die der Markt da gerade erwartet, auch genau so eine, gegen die Gold auch sehr wahrscheinlich dann Schutz bieten würde. Früher war ich selbst nie ein großer Goldfan. Ich fand das auch immer ein bisschen überzogen, was da so aus der Ecke kam. Ich bin auch einfach ein Aktienmann, das bleibt wahrscheinlich auch so, aber man lernt dazu und ich würde heute schon sagen, dass Gold sinnvoll ist, man sollte auch Gold haben. Wenn man jetzt nur Trader ist oder sowas, dann weiß ich nicht, ob man es unbedingt braucht, aber wenn man investiert auf eine längere Sicht, wenn man was aufbaut, wenn man an einem Portfolio arbeitet, das ja auch Bestand haben soll über längere Zeit, dann glaube ich mittlerweile auch wirklich, Gold gehört da dazu oder auch Goldaktien vielleicht. Das kommt ja immer darauf an, was sie sich da auch zutrauen. Ich glaube, das ist sinnvoll. Wie gesagt, Gold schützt nicht gegen alles, aber Gold schützt gegen so manches. Und viele von diesen Szenarien mit Geldpolitik, mit Zinsen, mit Wachstumsschwäche, vor denen Gold eventuell schützen kann. Das sind Szenarien, die könnten uns schon noch ein paar Mal begegnen, die nächsten Jahre. So, jetzt haben wir viel über Gold geredet. Jetzt eine ganz andere Sache. Was ist eigentlich mit Silber? Gold ist stark gestiegen, Silber bis jetzt überhaupt nicht. Das ist der 5-Jahres-Chart für Silber. Silber liegt eigentlich am Boden und das ist untypisch. Normalerweise, wenn Gold steigt, dann steigt Silber auch und steigt sogar deutlich stärker in der Regel. Und das hier ist die Gold-Silver-Ratio. Die zeigt an, wie viel Unzen Silber kriege ich für eine Unze Gold. Und da sehen wir auch, da sind wir jetzt bei über 90. Das heißt, im Verhältnis zu Gold ist Silber so billig, wie es zum letzten Mal 1992 war. Da stellt sich natürlich die Frage, kommt da jetzt die große Aufholjagd oder kommt sie nicht?
Und das gleiche bei Platin, auch so ein Edelmetall, das auch sehr günstig ist momentan im Vergleich zu Gold. Und um die beiden Edelmetalle, also um Silber und um Platin, darum geht es morgen im Zukunftsmärkte-Report. Der Report, der geht morgen raus an alle Leser. Wenn Sie noch nicht Leser sind vom Zukunftsmärkte-Report, dann schnell anmelden. Er ist kostenlos. Sie müssen sich nur einmal eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Und das am besten jetzt gleich, dann kriegen Sie nämlich morgen den Report zu Silber und Platin, die man jetzt ja beide noch relativ günstig kriegen würde, die beiden Edelmetalle. www.zukunfts-märkte.de, der Anmeldelink hier auch nochmal unter dem Beitrag. Das war's für heute. Nächste Woche geht es bei uns um Notenbankpolitik. Und da schauen wir uns mal die Länder an, wo es keine aggressive Geldpolitik gibt und keine Nullzinspolitik, sondern eine Geldpolitik, die wir als ganz normal bezeichnen würden, so wie es vielleicht einfach früher auch bei uns war. Und ob das eben vernünftiger ist und ob wir davon als Anleger auch profitieren können von dem Zinsniveau in diesen Ländern. Dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Alles Gute bis dahin. Danke fürs Zuschauen.